Wir haben einen Bombenfund im Bereich Hemmelsberg-Altmohausen an der B75. Das ist eine 300-Kilo-Bombe. Das Sprengteam vom Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort und wird, wenn evakuiert worden ist, wir werden großräumig evakuieren, hier im Bereich Wüsting, Hemmelsberg, Altmohausen, in einem Radius von etwa 1500 Metern des Sprengortes. Wir werden die Bombe sprengen, also das Sprengteam wird sie sprengen und wir evakuieren. Wir werden in zwei Feuerwehrhäusern, in Altmohausen und Wüsting, und in zwei Gaststätten in Wüsting werden wir die Evakuierten unterbringen. Ansonsten sieht man hier vor Ort, also alle Teams sind vor Ort, auch für Verpflegung in den Unterkünften ist gesorgt. Und Getränke, wir werden also alle Häuser werden einzeln angefahren. Die Feuerwehr hat sich die Gebiete aufgeteilt und wird von Haus zu Haus gehen und alle auffordern, sofort ihr Haus zu verlassen. Mit Kind und Kegel, sage ich mal, und dann sich entweder irgendwo zu Freunden und Bekannten, Verwandten zu begeben oder in eine der Sammelstellen zu begeben, die wir ihnen mitteilen werden. So, sodass wir eben auch unverzüglich dann an die Sprengung kommen und damit auch die ganze Aktion dann nicht über Gebühr lange dauern wird. Wir hatten schon früher auch Bombenfunde und dort wurden auch schon erfolgreich früher Bomben gesprengt. Also man geht von einer nicht unerheblichen Druckwelle aus, sodass also der Radius auch relativ groß gefasst ist mit 1500 Metern. Das ist dann auch immer so ein bisschen nach Gefühl und Wellenschlag. Also wer jetzt direkt am Rande des Radius ist, sollte sich auch nicht unbedingt an den Fenstern aufhalten. Einfach zur Sicherheit, man weiß immer nie, wie sowas dann am Ende nachher auch abläuft. Wir hatten hier jetzt halt eine deutsche Torpedomine, die bei Bauarbeiten am Straßenrand gefunden wurde. Es handelt sich hier vermutlich um eine Ladung, um die Alliierten zu schädigen und mit einigen eigenen Rückzug zu sichern. Wir konnten die Torpedomine, den Gefechtskopf, erfolgreich trennen und haben den Gefechtskopf mit ca. 300 Kilo Netto-Explosivstoffmasse kontrolliert denn in einer Kiesgrube sprengen können. Und hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ist natürlich ein bisschen später geworden, gab natürlich einige kleine Komplikationen. Aber die Zusammenarbeit mit Feuerwehr, THW, Rote Kreuz, Johanniter, alle wie sie hier waren, hat bilderbuchmäßig wirklich geklappt. Sie waren natürlich teilweise an den Verschraubungen getrennt und weil es halt eine Sabotageladung eventuell war, konnten wir nicht genau feststellen, was ist da für eine Bezünderung. Und dadurch war das Risiko natürlich, dass wir sie aus der Lage ziehen müssen, erstmal per Fernbedienung und mit den ganzen Stahlseilen, dass da ich dann erstmal schauen musste, was ist da überhaupt los, und der Körper wurde aber erfolgreich getrennt und es ist keine weitere Sabotageladung gefunden worden oder andere Sprengvorrichtungen, und das war das einzige Problem eigentlich, und natürlich das ganze Freigraben, weil da noch einige Leitungen auch waren, wie eine Wasserleitung, ich glaube ein Lichtwellenleiterkabel lag da auch nochmal, das wäre die, soweit ich mitbekommen habe, die Internetversorgung von Oldenburg gewesen, ja. Und das war das Einzige, dass wir halt wirklich sehr vorsichtig auch arbeiten mussten. Und besonderen Lob nochmal an die Landwirte, dass so diese Nachbarschaftshilfe halt da war, dass die Rinder von der Weide gekommen sind, dass sich jeder mit angefasst hat, dass es auch schnell geht. Muss ich sagen, erlebt man nicht alle Tage, und dafür möchte ich auch nochmal meinen Respekt aussprechen.